Hallo zusammen und willkommen zurück zu Tech Support Error Unknown Tag 4. Ich guck mal, was heute so Neues gibt. So, wir gucken, was ich soll nochmal ins Wiki gucken. Gibt's denn da irgendwas Neues? Nee. E-Mails, dann den Kundendienst. Was haben wir hier? Die dunkle Wahrheit hinter Quasar Telekommunikation. Was ist denn hier? Blablabla. Alle Bankdaten werden aufgezeichnet und so weiter. Wir werden ausspioniert. Soll ich hier antworten? Ich bin nicht sicher. Wieso funktioniert denn die Sache mit Spans nicht neulich? Na ja, doch hier Spans Oase lade herunter, Datei ersetzt, wurde erneut auf ihrem System installiert. Aber wie komme ich da ran? Also das wundert mich ein bisschen, weil die halt hier nicht sind. Ist das ein Widget? Nein. Das ist hier nicht. Was ist in den Einstellungen? Nein, okay, dann müssen wir da eins ausmachen. Ah ne, das sind die Einstellungen von dem System. Tja, dann weiß ich auch nicht. Guten Tag, Myrtle, einen schönen Nachmittag. Können wir gleich noch einen neuen annehmen. Was? Ich habe die maximale Fensteranzahl schon wieder offen. Bora. Nee, nicht finden. Ich glaube, ich habe es verloren. Na Mensch, wie wär's denn, wenn du dich selbst anrufst? Haben Sie kurz Zeit, ja. Wobei, nicht wirklich. Hallo. Mal sehen, was er für ein Problem hat. Ich habe es gefunden, vielen Dank. Kein Problem, gerne. Mein Handy wurde gestohlen. Ich kann nicht helfen, ne? Es sei denn, er hat eine erweiterte Garantie. Kann nicht helfen. Gerald, hi. Hallo da, mein Name ist Gerald. Was hat er denn für ein Problem? Mom stirbt. Schick mir das Geld. Ja, ich mach. Nein, ich will es nur klein machen, das Fenster. Frage stellen, was hat er denn eigentlich für ein Problem? Das Passwort des Handys vergessen. Ah, okay, er musste auf Werkseinstellung zurücksetzen. Nein. Ja, aber du kannst es ja so machen. Er kann die ruhig kontaktieren, warum nicht? Wie geht's denn Ryan? Nee, wenn man sich selbst ausgesperrt hat, da gibt es keine andere Möglichkeit, ne? Ich glaube nicht, dass ich das tun werde. Er fragt mich, ob ich da irgendwie diese Organisation da kontaktieren werde. Ah, okay. Dann können wir das nach oben weitergeben. Erweiterte Garantie ist eine schöne Sache. Ja. Lässt sich nicht mehr einschalten. Vielleicht ist der Akku schwach. Was ist denn passiert? Schwimmbad gefallen. Ach so. Trockenes Handy. Frage stellen. Bluetooth-Vorschlag, Werkseinstellung. Zurücksetzen. Nee, neu starten wäre eine Möglichkeit gewesen, oder? Bei Bluetooth. Oder in den Einstellungen. Es will einfach nicht funktionieren. Ich muss ja schon wissen, was passiert. Nichts geändert. Handy einfach neu starten.
frag ihn mal nach der Garantie. Welche ist die beste Garantie? Die habe ich wahrscheinlich. Das will einfach nicht funktionieren. Ich gehe jetzt alles durch. Dann kann ich weiterreichen. Sie sagt, sie hat die bestmögliche Garantie. Ich guck mal, ob die Aussage sozusagen wahr ist. Nee, siehst du, er hat gelogen mit seiner Garantie. Ja, okay. Wir haben 78 Dollar nur eingenommen. Mal sehen, das heißt, auf der Bank habe ich, weil wegen der Medikamente da für meine Mutti, 94 Dollar, das reicht nicht. Tja, sieht schlecht aus. Ich weiß nicht, ob ich da Geld ausgebe. Wenn nicht, dann eben nicht. Ich glaube, das ist ein Trick von meinem Bruder, um an Geld zu kommen. Aber die 100 Dollar, die hat er mir abgezockt, der Spence-Typ, oder? Keine Ahnung, wo die Software hier sein soll. Sowas nennt sich Sohn. So, Probezeit abgeschlossen, das ist okay. Hier ist der Spence. Unsere großartige Firma steht in einem ungünstigen Licht. Die letzten E-Mails von Indigo, bla bla. Aber keine Angst, Technikgott stellt sich wieder einmal der Herausforderung. Ab heute müssen alle Angestellten der Stufe 1 regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen durchführen, um ihre Identität zu bestätigen. 165636. 153. Und dazwischen immer 6. 153. Dazwischen immer 6. Ich versuche mir das zu merken irgendwie. Hallo, Catherine. Hallo, mein Herr. Da steht eine Menge Coderwelt auf meinem Bildschirm. Wie kann ich das wegmachen? Wie wäre es, wenn Sie in den Einstellungen was ändern? Zum Beispiel die Sprache ändern. Na, das ist einfach die falsche Sprache. Na, dann neu starten, wenn das nicht funktioniert. Es funktioniert nicht immer, noch immer nicht. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. So, was hat er für ein Problem? Kann ich das machen? Ja. Es funktioniert nicht richtig. Ja, er glaubt, er braucht ein neues. Ich frage nochmal. Sie sagt, es gibt eine bessere Lösung, nur wenn sie ihn höre. Kann es nicht einschalten, da ist vielleicht der Akku schwach. Standardgarantie. Wie war das? 165636. Okay, das hat schon mal funktioniert. Ich kann nur sagen, ich kann nicht helfen. Oh Gott, bin ich schlecht. Schon wieder was falsch gemacht. Hätte ich weiterleiten können. Hm.
Ich versuch's trotzdem, ne? Das gebe ich nach oben. Ich weiß eben nicht genau. Oh Mann, ja, das war richtig. Tata. Monique, hi, wie geht's? Kann ich noch ein neues Problem anfordern? Ja. Und Verena. So, was ist denn euer Problem? Wie war das? 1, 6, 5, 5, 6. Oh nein, meine Maus hakt. Muss ich Tech Support anrufen? Ich kann das nicht auf. Ja, die braucht einen neuen Akku. Das kann sein. Nach welche empfangen? Da muss man in die Einstellung gehen. Die hat bestimmt den Flugmodus aktiviert. Der Flugmodus. Andere Lösungsvorschläge. Frage ist, was hat sie für eine Garantie? Oh Gott, das war bestimmt auch wieder falsch. Das war falsch? Was war denn daran falsch? Mach mal hier Werkseinstellungen. Er kann sein Handy nicht finden. Da habe ich eine Lösung. Mach doch trotzdem. So, wir waren Einstellungen, wir haben es ein- und ausgeschaltet. Werkseinstellungen will sie nicht. Was war hier das Problem? Hätten wir ihr auch nicht helfen können? Dann kann ich auch hier sagen, ich kann nicht helfen. Töckchen, ja. Hat lange gedauert, nur 5 Probleme erledigt. Bisschen Zeit vertrödelt hier und da. Und jetzt gucke ich mal auf mein Konto. 137. Sowas nennt sich so. Und ich hoffe, du bist glücklich. Ich konnte mir die Medizin nicht leisten. Also hustet sich Mom jetzt die Lunge aus dem Leib. Kümmere dich um dich selbst und ich sehe, was ich für Mom tun kann. Ja, nein, dann machen wir erstmal zurück. Ich will mal auf das X drücken. Oh Mann, ey, so viele. Wir sollen nicht zur Polizei gehen, sagt hier die Chefin, wenn wir diese Indigo-Mails bekommen. Da derjenige hätte eine Warranty, hätten sie vorschlagen sollen, etwas anderes zu versuchen, da wir ihm nicht helfen können. Okay. Okay, Catherine hätte ich weiterleiten sollen. Aber Monique hätte eben was anderes probieren sollen, trotz Standardgarantie. Das ist noch so ein bisschen schwer zu durchschauen für mich. Ja, wir können das ruhig zumachen. Kohle ist echt wenig. Oh Gott, ey, zwei. Zwei Fehler. Tja, nächster Tag. Hoffentlich läuft es heute ein bisschen besser. Zugriff auf Kundendatenbanken. Wie Sie wissen, mussten wir uns nach der Indigo-E-Mails von vielen Mitarbeitern trennen. Das war unglücklich, aber notwendig, um die Qualität unserer Dienste sicherzustellen. Dadurch wurde auch ein paar Beförderungen möglich, weshalb wir beschlossen haben, Sie offiziell zum Spezialisten der zweiten Stufe zu machen. Dadurch haben Sie jetzt Zugang zu neuen Werkzeugen für den technischen Support, angefangen mit BizBook Pro, was Sie in diese E-Mail herunterladen können.
Mache ich mal. Sie können nun unsere Kunden nach ihren Kontonummern fragen und auf ihre Profile zugreifen, um diverse grundlegende Informationen zu sehen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mehr länger direkt nach Garantien fragen können, da nur noch Garantien anerkannt werden, die in Bispook Pro registriert sind. Oh Gott, um ein Demonstrationskonto zu sehen, geben Sie einfach die Kontonummer 000000 ein. Cosa benötigt Ihre Unterstützung und wir sind überzeugt, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind. Und what? Oh Gott, das ist kompliziert. John Doe. Standardgarantie, okay. Die Clowns, aha, okay, hier sind so ein paar Infos drin. Oh Mann, Fanfacen, hi. Achchen, ich schlage mich mit Problemen herum und meine Seele schreit nach Hilfe. Was ist denn das Problem? Komisches, verzerrtes Bild auf dem Bildschirm, das ich nicht wegbringe. Wegbringe. So, wie ist das? Kann ich jetzt nach der Kundennummer fragen? So. Zahlt nicht immer rechtzeitig, hat Internet storniert, leichtes Geld, Standardgarantie, Handymodell. Ich würde sagen, den Bildschirm tauschen. Sind schreckliche Ideen gute Ideen? Was soll ich sonst machen? Moment, ich muss vielleicht ins Smalltalk. Zahlungsprobleme, storniertes Internet? Ich wollte eigentlich ins Wiki gucken. Er hat woanders einen besseren Deal bekommen. Verzerrte Bildschirme und so. Ich weiß jetzt nicht, was ich da machen soll. Hier steht es ja auch nicht. Also Stufe 2 steht da. Hilfe. Oh, hier ist Bens Oase. Oh Mann. Ja, ich bin noch da. Einfach Handy neu starten. Vielleicht kriege ich ein neues, einfacheres Problem. Es funktioniert nicht. Kann ich helfen, neues Handy zur Reparatur schicken? Und das macht er und damit war das okay. Okay. Slilia. Oh, mal sehen, was die für ein Problem hat. Okay, Handy fallen gelassen. Ups. So, sie wird den Bildschirm tauschen müssen. Sie traut sich das nicht. Ich kann ja sagen. Wir können ja nach der Kundennummer fragen. Dieser misst schon wieder. Okay, Moment bitte. Erweiterte Garantie. Zur Reparatur schicken.
So, lässt sich nicht mehr einschalten. Akku wechseln vielleicht, ja, aufladen. Feucht geworden, Lösung vorschlagen für trockenes Handy. So, das nimmt er an. Ich habe nur 3 Probleme erledigt, wenig Geld verdient. Habe ich Fehler gemacht? Das wäre jetzt noch wichtig zu wissen. Ich gucke hier nochmal. Nee, nichts viel, immerhin nichts viel. Aber 3 ist natürlich echt, echt wenig. Oh, ich kann neue E-Mails schreiben, ist auch cool. Will ich aber jetzt auch nicht. Wir machen das zu, ja. Nochmal kurz. Nee. Ich wollte nochmal jetzt kurz gucken, was Vans hier so anbietet. Als Symbol minimieren? Wie? Ah. Ich kann mehr Fenster aufmachen. Wofür ich einen 2-Kern-Prozessor brauchen sollte, weiß ich nicht. Warte mal, doch, hier, das möchte ich erstmal haben. Das kostet ja nichts. Neue Verbesserung installiert. Aber müsste das nicht hier unten? Achso, dass man hier so klicken kann, vielleicht. Und dann mehr Fenster auf. Nee, das hier ist neu. Tja. Das nur wichtig ist. Ich weiß es nicht. Naja, wie auch immer. Ich sag für heute wieder Dank fürs Zuschauen. Ich hab nicht viel geschafft. Irgendwie war es nicht mein Tag. Aber wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch und einen netten Kommentar schreiben. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und meine Nachbarn bohren. Ich glaube, ihr habt es schon mitbekommen. Ich beende jetzt einfach die Aufnahme.